Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Wir haben große Pläne in der letzten Folge verkündet, was hier demnächst alles noch ankommen wird oder au auftauchen wird. Und ich habe mir überlegt gehabt, so weil ich nicht weiß, es ist ja immer noch dieselbe Aufnahmesession, so vielleicht doch mal auf der Jagd nach diesen ominösen Bauplänen zu machen, weil wir jetzt so einen geilen Turm da haben können. Und ich einfach nicht weiß, was das für andere Baupläne wären, außer von Gronkh und Turbinator einmal so, dass da irgendwie auch so eine Rutsche passieren kann, geben kann. So, dass wir dann mal die anderen Baupläne mal suchen. Und uns ein paar geile neue Gebäude mal bauen. Dass wir dann hier uns eine Großstadt aufbauen. So eine richtige Großstadt. Wald haben wir ja genug. Wächst auch jedes Mal, wenn es dunkel wird, nach. Wenn wir, also beziehungsweise nicht, wenn es dunkel wird, sondern wenn wir schlafen gehen. Und ja. Und was ich auch am Überlegen war, ist vielleicht selber noch mal ein paar meiner alten Videos reinzugucken, ob ich nicht vielleicht irgendwas mal in den letzten Folgen so übersehen habe. Was da vielleicht irgendwie so Anhaltspunkt wäre für die Dingens hier, für die Baupläne. Weil wir haben hier zwei Baupläne gefunden. Einmal den Turm und einmal den Glider. 2 von 4 und die 3 von 4. So, und eines von den beiden, die noch fehlen, ist definitiv wahrscheinlich die Rutsche. Und dann stelle ich mir die Frage, was könnte wohl das andere sein? Und ich will die haben, auf jeden Fall. Ich will unbedingt wissen, was für Gebäude wir eigentlich noch bauen können. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wir werden bald wieder mal eine Erkundungstour machen. So, ein Schildkrötenpanzer haben wir auch schon mal wieder. So. Wir gehen mal darüber. Und schnappen uns die Bäume hier. Aber wenn wir die Großstadt bauen, die hier sein wird, die hier kommen wird, werden wir das alles erstmal auf dem Fundament packen. Und ich glaube, allein für das Fundament werden wir schon 1000 Holz los. Die dann hier sein wird, Minimum. Aber dann werden auch einige der Baumstümpfe hier bedauerlicherweise verschwinden müssen. Dass dann ja keine Bäume in diesen Stellen, diesen Bereichen dann in Zukunft nachwachsen werden. Was schade ist, aber dann gehen wir auch weiter rein. Da haben wir wieder ein Bambi. Und wir brauchen definitiv wieder Fleisch. Was ich jetzt am Überlegen bin. Wir haben hier Speer. Den kann man ja bestimmt auch. Jo, den können wir werfen. Ein Eichhörnchen. Den sind wir jetzt. Ne, doch nicht. Das war aber ein bisschen blöd von mir. Aber cool, dass wir den so werfen können. Aber holen wir uns dann später Fleisch. Gehen wir wieder hier drauf. So.
Den hier nehmen wir noch. War echt cool geworfen, das mit dem Dings hier, mit dem Speer gerade. Weil man auch wie weiter geflogen ist eigentlich. Aber Speerwerfen werden wir noch üben. Das steht fest, weil ich glaube, mit einem Speer ist es einfacher, so ein Reh zu erlegen, als mit so einer Axt. Müssen eben auch Holz hier einlagern. Boah, da sind wieder zwei große Bäume, die nehmen wir. Die nehmen wir mit. Am besten noch, bevor es dunkel wird. Da ist wieder ein Bambi, aber kümmern wir uns gleich drum. Ansonsten heißt es heute wieder mal Schildkrötensuppe. So, wäre schon fertig. So, die Baumstämme ergreifen schon die Flucht da hinten. Habt ihr noch ein paar Baumstämme? Nee, aber ein Bambi. Komm schon. Kann doch nicht sein. Wo ist mein Speer? Da. Ja, wir haben ihn. Nice. Wir gehen mit einem Schlag weg. Down. Tot. Jetzt haben wir wieder vier Fleisch. Ich gehe jetzt nur noch mit Speer auf Bambi-Jagd. Wir machen uns auch sofort wieder auf den Weg rüber auf die Insel. Heute wird es ausnahmsweise mal nicht so voll sein. Weil ich mir auch vorgenommen habe, nachts nur noch zu schlafen. Und nur
tagsüber Holz zu sammeln. Wir bleiben hier. Aber was wir Ewigkeiten nicht mehr gemacht hatten. Haben wir ewig nicht mehr gemacht. Warum nimmt er immer wieder einen Stock auf? Ach so, jetzt merke ich das. In einem Stock, der sammelt wie vom Korb hier die Stöcke. Jedes Mal, wenn ich hier E drücke. Weil die haben nur 5 hatte, glaube ich, oder so. Oder 6. Ja, jetzt sagt er, kann ich keine Stöcke mehr sammeln. Hallo? Mein Stock nicht kaputt. Und wie die alle jetzt aufgeploppt sind. Wahnsinn. Gehen wir direkt hoch. Können die auch direkt da reinballern. Oh, die haben Hunger. Dann essen wir ganz schnell, dann gehen wir pennen und dann. Jo. Dann setzen wir mal die Holzbalken und so weiter in der Früh ein. Schmeißen die mal oben drauf. Ist fertig. Nice. So, dann gute Nacht. Und guten Morgen, Welt. Ah, wir haben wieder Hunger. Aber wenn wir diese Großstadt dahin bauen, ey. Ich habe mir da jetzt wirklich was in den Kopf gesetzt, aber wenn wir die bauen, niemand aus der ganzen Welt wird das dann ignorieren können. Die würden dann alle hierher kommen. Boah, wer weiß, vielleicht kann man damit eigentlich ein geheimes Ende sogar freischalten. Das wäre richtig geil. Wenn man eine Stadt baut und so weiter, das Spiel würde das dann sofort verstehen und dann ein geheimes Ende freischalten und so. Und vielleicht kommen dann irgendwelche
NPC-Soldaten oder sowas und helfen mir, Timmy zu finden. Und nehmen die ganze Insel auseinander. So, wir werden aber noch mal kurz hier was trinken und unsere Flasche hier auffüllen. Sehen aber alle ganz schön leer aus. Was ist passiert? Ausrüsten. Und. Ne? Achso. Die falsche Taste. Wir gehen wieder da drauf. Boah, stellt euch wirklich vor, wir schalten so ein geheimes Ende frei. Ah, 5 Stöcke, okay. Mehr hatten wir nicht. Und ab nach ganz oben. Er warte noch nicht ganz. Hier hin. Erstmal den hier. Anfangen. So, und dann bauen wir den hier fertig. Und noch ein Schildkrötenpanzer. Ah, hier ist schon ein bisschen Wasser. Das ist gut. Und das eigentlich auch bis hierhin weiter voll machen. Aber ich glaube 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 wird reichen. Quasi für jeden Wochentag einer. So grob gesagt. Nice, den haben wir fertig. Den haben wir fertig. Hoppala? Nein? Hallo? Scheiße. Ah, passiert. Geil, den haben wir auch gleich fertig. So, dann wieder ganz nach unten. Alles mal wieder einsammeln. So. Mach mir das irgendwie selber schwerer, das ist. Und nach ganz oben. Uns fehlen auch nur noch 2 Schildkrötenpanzer, das ist auch nicht mehr viel. Nice, der ist fertig. Wir fangen mit der Wand an. Ich freue mich auch, wenn der Turm fertig ist. Aber 300 Baumstämme dafür wird auch ewig dauern. Aber dafür nur 22 Stöcke für den Turm. Also was Stöcke angeht, das wird schnell fertig. Letzte beide. Und dann müssen wir rüber.
Ja, scheint das auch wieder. Paar Bäume wieder nachgewachsen zu sein. Das finde ich gut. Beziehungsweise, wie das weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!